Hey ho, heute machen wir lecker geimpfte Hähnchenschenkel. Die drei Stück sind hier drin, wovon nur zwei geimpft sind, weil, tja, der Junior futtert mit und haben wir mal eins nur gewürzt. Aber was und wie, seht ihr gleich drinnen. Und danach geht es hier draußen schon weiter. Ja, wieder mal ein paar Verrückte, wo geheiratet haben im Dorf. Gut, Freunde, die drei Hähnchenschenkel, wovon ich jetzt nur zwei marinieren werde, impfen, genau. Und einer wird nur gewürzt. Gewürzt ist das Putt-Putt. Dann stelle ich die jetzt noch mal ganz kurz auf die Seite. Weil dann machen wir jetzt schnell erstmal die Marinade. Oder die Injektor. Die Impfbrühe halt. Okay. Ich habe hier jetzt ein klein wenig Gemüsebrühe angesetzt. Also vom Gemüsebrühepulver nur wirklich eine Teelöffelspitze rein. Und da rein. Hauen wir jetzt einfach noch ein bisschen was von dem Putt-Putt. Ah ja, das reicht schon. Das reicht. Und darauf gibt man noch ein bisschen Weißwein. Mensch Leute, wie nennt man das Zeug jetzt, was man da injiziert? Mir fällt es echt gerade nicht ein. Unglaublich, oder? So. Wow, schmeckt lecker. Schmeckt wirklich lecker. Gut. Dann suchen wir uns hier eine passende Nadel. Ich glaube, die ist gut. Die ist gut. Das ist diese Barbecue-Spritze von Moesta. Ist auch unten drunter verlinkt. Und das Ding ist mal richtig gut. Dann haben wir die erste aufgezogen. Dann haben wir schon mal eine Schale oder Schüssel. Dann holen wir uns hier unsere zwei Impfkandidaten. Jetzt, wie sich das aufbläht. Schön. Ja, das reicht. Dann haben wir die zwei Stück geimpft. Und dann kommt noch ein bisschen was von dem Gewürz natürlich drüber. Also die werden innen raus schon sehr, sehr lecker werden. Davon gehe ich jetzt nochmal aus. So. Dann holen wir uns noch unsere dritte Keule daher. Die kriegt nicht ganz so viel Würze ab.
Aus welchem Grund kriegt die nicht ganz so viel Würze ab? Ja, weil der Zwerg heute mit isst. Und die obere ist dann vom Zwerg. Genau. So. Dann lassen wir die jetzt noch ein bisschen ruhen, bisschen ziehen, bevor wir die dann auf den Grill drauf wuchten. Aber Leute, da seid ihr natürlich draußen mit dabei, wo auch unser Video angefangen hat. Ja Leute, und ja, ich habe die Haare offen. Mein Gott, mir gefällt's. Und ja, so ist es halt. Michi hat die Haare schön, aber jetzt schaut euch mal diese wunderherrlichen Hähnchenschenkel an. Das oberste war ja ungeimpft. Die unteren beiden sind geimpft und die schmeißen wir jetzt einfach schön auf den Grill in den indirekten Bereich und ziehen die gar bis ca. 80 Grad, 75, 80 Grad, irgendwie sowas. Und ihr braucht gar nicht erst fragen, wie lange das dauert oder gedauert hat, bis es fertig ist. Man misst einfach mal Kerntemperatur darunter. So, den ungeimpften tun wir auf die rechte Seite und die zwei geimpften tun wir schön auf die linke Seite. So. So, tun wir die jetzt eben grillen, bisschen wenden, so wie wir wollen. Und absolut zeitlos glücklich. Keine Ahnung, wie lange die jetzt schon wieder drauf liegen. Vielleicht 10 Minuten oder so. Schauen wir mal rein und ja, die beginnen schon anzuziehen, leicht braun zu werden. Auf alle Fälle. Sehen sie gut aus. Mhm. Gut, machen wir Deckel einfach wieder zu. Grillen wir weiter. Tja, dann würde ich mal sagen, drehen wir sie einmal um. Oh, die sehen gut aus. Na, komm jetzt her, du Feigling. Grillen wir ganz einfach weiter und Einstellung einfach voll offen. Was haben wir? Irgendwas um die 200, 250 Grad. Einfach so. So, und jetzt messen wir ganz einfach mal die Kerntemperatur, bevor wir uns jetzt hier ewig verkopfen. Ich komme hier auf den Knochen. Schatzi, die Hähnchenschenkel sind fertig. Was? Die Hähnchenschenkel sind fertig. Die sind definitiv durch. Ja. Aber man sieht, der Ungeimpfte ist nicht so schön von der Farbe her geworden wie die Geimpften. Tja, macht nichts. Dann lassen wir sie nur kurz drauf, dass sie nicht auskühlen, und nachher holen wir sie vom Grill runter, gehen rein zum Essen. So Freunde, im Prinzip jetzt nur noch warm gehalten hier drauf, und jetzt ist es nämlich soweit, wir können reingehen zum Essen, zum Schnabulieren, zum Probiererle machen, und ich bin ja jetzt wirklich gespannt, na komm her, wie die gespritzten Teile schmecken. So Freunde, das Ganze. Na hallo Patricia. Also, das Ganze jetzt mit lecker Sahnenudeln, was Schatzi noch dazu gemacht hat, so mit ein bisschen Mais und Co. Und ich schneide mir da jetzt erstmal ein Stückchen von der Hähnchenkeule ab.
und werde die probieren. Und jetzt bin ich ja mal echt gespannt. Man riecht schon nach dem Anschnitt den Weißwein. Langsam. Scheiß. Husten. Husten. Fast ein bisschen salzig, würde ich sagen. Mal ohne die Haut probieren. Also mit der Haut sehr würzig, klar ist das Gewürz drauf, aber wirklich sehr lecker. Jetzt wollen wir noch schnell die Sahnenudeln probieren, was Schatz da gemacht hat. Genial. Mmh. Perfekt. Ich lasse mal das jetzt schmecken und danach machen wir noch ein schnelles Fazit. Leute, dann kommen wir noch zum Fazit. Also ich persönlich fand es sehr, sehr, sehr lecker. Von der Beschichtung vom Hähnchennetzer. Ein bisschen salzig, aber wenn man das mit dem Fleisch dann gemischt hat, optimal. Der Weingeschmack von der Injektion kam gut raus. Das Hähnchen oder der Schenkel hat durch und durch sehr lecker geschmeckt. Schatz, wie hat es dir gemundet? Sehr gut. Und das, die Sahnenudeln auch hervorragend, muss ich echt sagen. Patricia, du hast wahrscheinlich keinen Wein geschmeckt. Nö. Nein, weil sie hat ja mit dem Junior, mit den Kleinen hier, sich den ungeimpften Schenkel geteilt. Ja, Finn, hat's dir denn heute geschmeckt? Ja. Ja, sagt er, gut. Dann haben wir alles richtig gemacht. Ein Däumchen nach oben. Und ja, was kommt als nächstes? Ich denke mal, der dritte Teil von meinem Unterwegs-Video. Dann haben wir nämlich das Video zwischen reingeschoben. Okay Leute, wir sehen uns. Däumchen nach oben, würde mich freuen. Nettes Kommentar, Abo etc. pp. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns. Tschaikowski.